Bonjour. Hallo. Was ist die Großregion, Anne? La Grande Région, ce sont ses cinq partenaires, la Wallonie, le Luxembourg, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat et la Lorraine. Mein Name ist Binette und ich arbeite für das Programm Interreg 4a Großregion. Und das ist ein Programm, das unterstützt die regionalen Projekte, also in der Großregion. Und das heißt dann Saarland, in Deutschland Saarland, Rheinland-Pfalz. Belgien, also die französische, die wallonische Teil französisch und DGB, also Deutsche Gemeinschaft Belgien und dann auch Lothringen in Frankreich und Luxemburg natürlich. Genau. Ja. Jetzt ist die Schätzaufgabe. Wie viele Einwohner hat denn die Großregion ungefähr? Gibt es Vorgaben oder muss ich es gleich sagen? Ja, Sie können einfach mal schätzen. 11 Millionen. Ich habe einen Telefonjoker. Das ist super geschätzt. 11,7 Millionen. Genau, es sind so ein bisschen mehr. 11,7 Millionen Einwohner in der Großregion. Die sind groß. Vous savez qu'on rassemble quand même des Belges, des Français, des Luxembourgeois et des Allemands. Et que, de par la grande région, ils ont beaucoup de choses en commun, tout en ayant chacun leur identité. Et ça, pour un metteur en scène, c'est extrêmement intéressant. À mon avis, c'est la croissance de deux cultures différentes. La culture francophone, qui est quand même une culture romaine, et la culture allemande, qui est quand même une culture germanophone. Yeah, das ist die interkulturelle, no, Region, und das ist sehr gut. No? In Bolivien, wir haben das Gleiche. Wir sind 36 verschiedene Kulturen, indigene Kulturen, und wir lernen immer von anderen Gesellschaften. En Allemagne, je parle allemand, je suis allemande d'origine sénégalaise, je parle français aussi et je comprends le luxembourgeois et donc c'est vraiment polyglotte et, hein, et anglois. Mais je suis le petit voyage de la semaine, mon spruch en ja. So wurde ich am Kreuzgründchen. Kreuzgründ, das ist das kleine Kreuzgründchen. Übersetzt. Ich fahre nach Lothringen, ich fahre nach Wallonien, weil ich in Belgien auch Projekte habe. Ah, ja, schön. Und in Luxemburg, ja, tanken. Okay. Und wie viele Pendler haben wir ungefähr, Berufspendler? Also ich bin einer davon. Weil ich dann gibt es mindestens einen. Schon mal, weil ich jeden Tag auch immer nach Luxemburg fahre, oder fast jeden Tag. Aber ich glaube, es sind über 200.000, oder? Also meine Informationen nach waren so ungefähr 200.000. Ne? Das sind 200.000. Ich glaube, die fahren alle gleichzeitig immer in Luxemburg-Stadt rein. Und finde ich, das ist eine Dynamik, die man vielleicht jetzt noch nicht sieht. Bei der Krise. Aber ich glaube, das ist ein richtiger wirtschaftlicher Impuls, wenn mehrere Teile sich zusammen, um doch was zu tun, um wirklich voranzukommen. Ist das te plaît, en grande région? Ich arbeite und lebe gern in der Großregion. Ich habe meine Familie dort gefunden und finde dieses Wohnen Mitte in Europa einfach genial. Danke sehr, schön, Danke.